Hallo meine Lieben, hier eine vorab allgemeine Information für euch. Wir schauen uns in diesen Videos jetzt den Februar 2023 an. Ja, ich habe jetzt so einen kleinen Vorspann gemacht, weil ich diese Infos einmal gerne abdrehen möchte und nicht jedes Mal wieder neu erzählen möchte. Und deswegen ein kleiner Vorspann für euch. Was erwartet euch? Euch erwartet eine Monatslegung. Ich werde anfangen mit den Krafttieren. Ich werde schauen, was sagt das Tarot und werde dann das Tarot mit den Kipperkarten klären. Ja, das ist die erste Legung, die ihr hier seht. Wenn ihr sagt, nö, das reicht mir nicht aus, dann könnt ihr gerne euch die erweiterte Legung buchen. Das könnt ihr machen in der Kanalmitgliedschaft. Ja, in der Kanalmitgliedschaft werdet ihr alle Infos zu allen Sternzeichen finden. Mond, Venus, Aszendentzeichen. Da gibt es die erweiterten Legungen. Ich werde euch in der Infobox alle Informationen aufschreiben. Ich habe jetzt im Januar einige gehabt, die gesagt haben, ich habe eine Kanalmitgliedschaft gebucht und ich weiß jetzt aber gar nicht, ich finde die Videos nicht. Ja. Ihr Süßen, ihr müsst bitte in der Infobox einfach mal lesen, was da steht. Viele sehen sie nicht oder wollen nicht reinschauen. Das ist für mich aber ganz wichtig, dass ihr das macht, weil da stehen viele Informationen drin. Oder ihr schaut unter dem Button Kommunikation oder Community. Genau, Community heißt das. Da habe ich auch immer mal wieder Informationen für euch bereitgestellt. Ja, in der erweiterten Legung werden wir die erste Legung auf einer anderen Ebene betrachten. Ich werde mit den Lenormand-Karten das Tarot und die Kipperkarten nochmal klären. Ich werde euch Engelbotschaften dazu ziehen und ich werde auch gucken, welche Göttin ist dabei. Ja, im Monat Februar 2023. Natürlich gehe ich auf die Arbeit ein und natürlich gehe ich auch auf die Liebe nochmal ein. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja Leute, die sagen, nö, reicht mir die erste Legung, aber wer gerne mehr wissen möchte, wer mehr in die Tiefe gehen möchte, der kann sich gerne eine Kanalmitgliedschaft buchen. Sie ist monatlich auch kündbar. Aber ihr habt halt nicht nur eine Legung, sondern ihr habt alle Legungen, die ich dort hochlade, habt ihr dort sozusagen im Überblick und könnt entscheiden, was kannst du dir angucken, eventuell im Nachgang noch gucken oder wie auch immer. Ja, also du hast alle Möglichkeiten und deswegen denke ich, ist der Ausgleich auch gerechtfertigt. Und ihr werdet da halt einfach eine große Hilfe an die Hand bekommen, um an euch zu arbeiten, um eventuell eure Themen zu klären. Wem das aber nicht reicht, wer sagt, weißt du, Katrin, ich probiere es schon seit Monaten und habe immer wieder Verluste oder habe immer wieder den gleichen Schmuh auf dem Teller, der kann sich natürlich gerne eine persönliche Legung bei mir buchen oder auch ein Coaching. Ich habe auch Intensivcoachings, die ich euch anbiete. Dann kannst du gerne auf meine Homepage gehen und kannst dir da mal anschauen, was ich da alles für euch zur Verfügung gestellt habe. Weil es ist nicht schlimmer, wie dass man stagniert oder nicht weiß, was man tun soll oder wie man es tun soll. Ja, da ist es eure Entscheidung, eure freie, lichtvolle Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt lange genug rumgedoktert, ich habe immer versucht und mir wurde nicht geholfen oder ich habe es einfach nicht verstanden. Jetzt will ich das Ganze mal nochmal neu angehen oder ich möchte das Thema einfach anders mal beleuchten. Ich brauche einfach deine Hilfe. Ja, wegen meiner, mir gefallen deine Videos so super, habe ich ganz viele. Und dann sagen sie, aber jetzt möchte ich gerne mal mit mir selber arbeiten und möchte einfach gucken, wie kann ich dieses Thema überhaupt erstmal verstehen. Ja, und da kommt es darauf an, ob du jetzt in einer Seelenpartnerschaft bist oder ob du nicht weißt, was deine Berufung ist. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, meine Lieben. Ja, und in diesem Sinne habt ihr die Qual der Wahl, was ihr machen möchtet. Ja, so, also entweder eine normale Legung, das ist dann der Bereich. Dann haben wir die erweiterte Legung. Plus Liebe und Beruf, ja, und in die Tiefe gehend mit verschiedenen Energien nochmal. Oder aber dann, wie gesagt, Intensivcoachings, persönliche Legungen. Und denkt bitte daran, es kann wirklich sein, dass ihr mit diesen Legungen nicht in Resonanz geht, ja. Man kann nur ein gewisses Feld von Kollektiv abdecken. Wenn ihr nicht dabei seid, aber trotzdem eine Legung haben wollt, ist es eure Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal in mich investieren, weil ich so nicht weiterkomme. Und wir sind im Jahre 2023, wo wir ganz, ganz viele Veränderungen haben, wo die Zeit, auch diese Abläufe immer schneller gehen. Und ich habe ganz viele Klienten, die sagen, weißt du, ist ja alles schön und gut, aber ich komme da gar nicht hinterher. Es ist mir zu viel. So, und da einzusteigen und zu sagen, okay, wie komme ich jetzt mit der Thematik, die ich jetzt
bei mir habe, wie komme ich jetzt da mit einher oder wie kann ich damit einhergehen? Das ist genau das, was wichtig ist, dass ihr dann sagt, okay, wo stehe ich, wo will ich hin? Okay, so, jetzt habe ich genug geredet, es sind etwas über 5 Minuten, ihr wisst Bescheid. Ich starte jetzt mit der ersten Legung und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Hallo Waage, herzlich willkommen zu deiner Februarlegung. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir starten auch gleich los. So, wir schauen mal im Februar 2023. Was hat die Waage für ein Krafttier? Um was geht es da bei euch? Oh, das ist aber toll. Meine Lieben, es geht hier bei euch um die Erneuerung. Das Krafttier ist für euch der Hahn oder die Henne. Eine Inventur deiner Seele steht an. Sei gut zu dir selbst. Okay. Ja, liebe Waage, hier geht es auch bei dir weiterhin um den Prozess der Erneuerung, dass du diese neuen Wege, die du hier eventuell schon eingeschlagen bist, dass du die bitte weitergehst, dass du dich nicht von deinem Vorhaben abkommen lässt oder abbringen lässt, dass du nicht davon abkommst, wollte ich sagen. Ja, die Erneuerung ist immer ganz schön, ne? Das ist so eine Art Befreiungsschlag, so nach dem Motto, das Alte darf ich hinter mir lassen. Ja, es gibt ganz viele, die sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich möchte das nicht mehr, ich möchte jetzt neue Wege gehen. Ja, und wir gucken jetzt, was das Tarot zu euch sagt und werde dann die einzelnen Situationen klären mit den Kipperkarten, wie ich sie euch eben schon mal im Vorspann erzählt habe. Und da starten wir jetzt los, meine Lieben. So, auf geht's für die Waage im Februar 2023. Ja, liebe Waage, von der Energie her, und das passt auch hier wieder zum Hahn und zur Henne, zur Erneuerung, wir haben hier den König der Münzen, du bist hier in dieser Energiekönig der Münzen, das heißt, du bist aktiv, ja, Könige sind, denk bitte daran, ich spreche immer mit Energien, also was Personenkarten betrifft, immer in Form von Energien, du bist hier in einer aktiven Energie, aber dennoch sehr langsam, weil du hier im Bezug auf die Erneuerung dir einfach die Zeit nimmst, ja, um zu reflektieren, okay, was möchte ich in meinem Leben verändern, was möchte ich erneuern im Februar, was ist letztendlich wichtig für mich? Und da startest du im Februar mit den 9 der Kelchen. Das ist die Wunscherfüllung. Ja, das sind deine Wünsche, Ziele, Träume, die du hast. Du bist dir auch sehr klar darüber, was du gerne möchtest. Und da gucken wir jetzt mal mit den Kipperkarten rein. Okay, es geht hier um die Gemeinschaft. Es könnte sein, dass hier im Februar dein Ziel ist, mehr mit der Familie wieder zusammen zu sein. Ich meine, wir hatten ganz ehrlich, die letzten Jahre waren nicht für einige oder für viele nicht einfach. Wobei ich immer sage, das ist alles eine Frage der Ausrichtung, der Einstellung, ne? Aber das ist für jeden Einzelnen, wie soll ich sagen, jeder hat so seine Meinung und seine Einstellung und das ist auch alles gut so, jeder hat auch seine Wahrheit und das ist auch gut so, aber deine Wahrheit ist jetzt hier gerade, dass du im Februar mehr mit Menschen wieder zusammen sein möchtest oder du mehr zur Familie möchtest, vielleicht ist deine Familie im Ausland und du sagst, mein Wunsch ist es, hier im Februar zu meiner Familie zu reisen, ja, oder zu meiner Familie zu fahren oder wie auch immer, je nachdem, wo deine Familie lebt. Hier ist es wichtig für dich, dass du sagst, ich möchte einfach mehr Gemeinschaft leben. Okay? In der erweiterten Legung, meine Lieben, da werden wir auch nochmal mehr auf dieses Thema eingehen. Aber hier aktuell kann ich dir schon mal sagen, möchtest du einfach, hast du auch den Wunsch, mehr mit deiner Familie oder mit deinen Freunden zu unternehmen oder mehr in Gesellschaft zu sein. Dann haben wir hier den König der Kelche, auch dieses Liebevolle. Ja, wie gesagt, ich komme nochmal auf diese Inventur. Ja, dass du sagst, okay, ich bin ja sehr sensitiv, ich bin zwar ein Luftzeichen als Waage, aber ich bin halt doch sehr empfindsam und bin halt auf Harmonie aus.
Das heißt aber auch, dass die Harmonie, die du leben möchtest, die fängt auch bei dir letztendlich in deinem Inneren an. Also was denkst du, was fühlst du, wie möchtest du das umsetzen? Auch da bist du sehr aktiv dran zu arbeiten an deiner Selbstliebe, ja? Dass du sagst, okay, ich bin so perfekt, wie ich bin und ich nehme das an, ja? Dass ich so bin, wie ich bin. Wir gucken jetzt mal, was du mit der Energie König der Kelche hier noch im Februar erleben kannst. Ja. Es geht hier um eventuell dein Gegenüber. Wir haben hier eine Hauptperson. Und da könnte es sein, dass ihr hier ein Thema habt, zum Beispiel Nachwuchs. Ja, dass ihr sagt, okay, ich möchte im Februar mich zum Beispiel mehr mit dem Thema Familie. Mein Wunsch ist es, ein Kind zu bekommen, meine eigene Familie zu vergrößern. Das kann es hier sehr gut sein. Oder dass dein Gegenüber sagt, du pass auf, ich möchte gerne mit dir eine Familie gründen, ja, weil er hier als Hauptperson daneben liegt und du halt aktiv sagst, okay, ja, das ist eine Sache, ich möchte drüber nachdenken, das könnte auch mein Wunsch sein, ja, oder aber auch du sagst aufgrund deines Gegenübers, dass du hier im Bereich deines Gegenübers und dir in einer Partnerschaft mehr auf die innere Kindarbeit achtest. Nicht jeder möchte schwanger werden, nicht jeder möchte ein Kind haben, aber auch hier ist die innere Kindarbeit ein Thema, ja, bei eventuell deinem Gegenüber, wo du deinem Gegenüber hilfst oder er hilft dir bei deiner inneren Kindarbeit, ja. Hier können also auch die Rollen vertauscht sein. Aber wie gesagt, also für einige ist es hier das Thema Kinder bekommen, ja, und für die anderen ist es hier aber auch die innere Kindarbeit. So. Dann sehe ich dich aber auch, und das finde ich sehr toll, also unheimlich positiv, dass du hier sehr charismatisch bist, du bist hier sehr geheimnisvoll, du bist hier sehr aussagekräftig, vielleicht auch manchmal ein bisschen egoistisch, ja, und wenn du deine Ziele, Wünsche, Träume hast, dann möchtest du natürlich auch, dass das umgesetzt wird, ja, das ist eine sehr, teilweise auch sehr rassige, manchmal ein bisschen egoistische Energie, aber dein Gegenüber, der liebt das. Und du wirst hier etwas verändern. Denn wenn ich mal sage, oder wenn ich hier sehe, die Königin der Stäbe-Energie mit der Veränderung, heißt es, dass du hier noch mehr in die männliche Energie gehst, also in die aktive, ja, nicht in die passive, da bist du ja dann, sondern du gehst hier mehr wieder in die aktive, liebevolle Energie. Also du weißt, eventuell machst du dir hier auch selber Druck, zum Beispiel, wenn es hier um eine Schwangerschaft geht, ja, dass du sagst, boah, ich will unbedingt die Veränderung, ja, aber dass du sagst, du musst dann natürlich auch im Bereich der Selbstliebe an dir arbeiten, ja, dass du mit dir erstmal selber im Reinen bist, dass du selber zufrieden bist mit dem, was du bist und auch wer du bist, ne, und dass du hier gerade im Februar einen eigenen Prozess zu laufen hast, ne. Und das kann es hier sehr gut sein, dass du sagst, ja, du möchtest hier an dir arbeiten. Na klar, du weißt, wie du bei deinem Gegenüber ankommst oder du weißt, wie du bei deinen Mitmenschen ankommst. Ja, aber du möchtest hier auch eine Veränderung, die wird auch kommen. Ja, interessant finde ich, und das spricht wieder für die Waage. Oh, ich weiß nicht. Ja, mit zwei der Münzen hast du eine gewisse Portion an Wankelmut. Willst du das wirklich? Willst du dich verändern? Möchtest du wirklich diese Veränderung? Und das ist auch wieder passend zum König der Münzen, zu der aktiven Energie. Ich muss mal noch eine Nacht drüber nachdenken oder mal drüber schlafen. Ja, du kennst deine Ziele, Wünsche, Träume. Ja, in Bezug auf Menschen, Familie. Das ist dir klar, aber du wägst hier, bevor du diesen Schritt gehst, liebe Waage, wägst du definitiv auch ab, was du wirklich möchtest und ob du das wirklich möchtest. Waage möchte fühlen, ja? Waage möchte fühlen, dass wenn ich das mich so entscheide, dann habe ich auch den nötigen Ausgleich, ja? Der mir dann entsprechend gegeben ist. Und hier bekommst du Unterstützung von einem reichen, guten Herrn. Das heißt, es kann eventuell eine dritte Person sein, es kann ein guter Freund sein, es kann jemand aus der Familie sein, Bruder, Onkel, vielleicht auch ja, ein Cousin. Also egal, hier wirst du definitiv von jemandem belehrt in Bezug auf deinen Wankelmut, deine Unentschlossenheit. So nach dem Motto, ey, überleg mal, wenn du Kinder möchtest, deine biologische Uhr tickt, ja? So, und du sagst, ich weiß nicht und keine Ahnung, ja, ja, also du musst jetzt gucken, auf was das für dich halt passt. Auf jeden Fall hast du hier eine männliche Unterstützung zur Hilfe
Und du weißt auch, dass diese ganze Veränderung, ja, das heißt, einerseits möchtest du hier eine Veränderung, andererseits sagst du dir, ich liebe aber auch meine Arbeit. Wiederum macht diese Veränderung dir sehr viel Mühe und Arbeit. Ja, also eine Erneuerung ist ja es, dass etwas Neues entstehen möchte, ob es jetzt ein Kind ist, ja, oder deine persönliche Veränderung, ja, mit der inneren Kindarbeit oder dass du deinem Gegenüber die Liebe gibst, die unterstützende Liebe gibst, um hier einfach in Licht und Liebe leben zu können, mit deinem Gegenüber. Das musst du für dich jetzt selber entscheiden. Was ich sagen kann und was Fakt ist, dass ich hier ein Kollektiv habe, was absolut in einer Erneuerungsphase ist, setzt euch hier bitte nicht unter Druck. Ja, wir werden dann in einer erweiterten Legung, werden wir dann sehen, um was es hier geht. Wir werden, wie gesagt, jede einzelne Position nochmal einerseits mit den Lindemore-Karten legen. Ja, da werden wir nochmal reinschauen. Dann haben wir auch im Bereich der Liebe, werden wir auch nochmal reinschauen. Und natürlich schaue ich dann, was habt ihr für eine Energie von den Göttinnen? Was unterstützt euch hier in diesem Prozess im Februar? Und natürlich, was gar nicht fehlen darf, sind hier auch die Engel. Ja, die werden wir natürlich auch nochmal befragen, um dann einfach mehr Aufschluss in Bezug auf deine aktuelle Situation im Februar zu bekommen. In diesem Sinne, liebe Waage, wenn dir das gereicht hat, dann wünsche ich dir einen wundervollen Februar. Und wenn du gerne mehr erfahren möchtest, dann freue ich mich, wenn wir uns in der Kanalmitgliedschaft wiedersehen. Ich habe alle Informationen in die Infobox geschrieben und aber auch werde euch hier nochmal, wie gesagt, im Video gleich nochmal einblenden, um was es hier geht oder wo ihr diese erweiterte Legung findet. Denkt bitte immer daran, es ist nicht nur eine Legung, die ihr sehen werdet. Ihr habt alle erweiterten Legungen in der Kanalmitgliedschaft für diesen Monatsbeitrag. Und da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Ja, ich weiß noch nicht, ob es so bleibt oder ob ich es verändere. Im Moment lasse ich es so, weil wir aktuell in einer Situation sind, wo ganz viel Unterstützung brauchen. Und ich möchte euch halt einfach so viel wie möglich Unterstützung geben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und wie gesagt, ihr habt die Informationen, wo ihr diese erweiterten Legungen findet hier unten. Und genau. Und dann wünsche ich euch, wenn wir uns nicht mehr wiedersehen, dass euch das reicht, einen schönen Februar. Ansonsten bis gleich. In der erweiterten Legung.